Also eine Fledermaus ist kein guter Bodenkämpfer. Auf gar keinen Fall. Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Attack of the B-Team. Ja, und ich war ja vor der Aufnahme mit Meef Steve, ja, dabei stehen geblieben, wie ich eine Kokosnuss öffne. Man öffnet sie so. Dann kriegt man einen Coconut-Chunk raus. Wo ist er hin? Da. Coconut-Chunk. Geil, ne? Und damit kommt man dann zu den Tropics. Ja, ich brauche jetzt aber auch nochmal einen. Lass mich hier durch. So, was brauche ich denn dafür nochmal hier? Cocktail. Hier, ein Pina Colada. Pineapple Cubes und Coconut Chunk. Irgendwo noch Pineapples? Hatte doch Pineapples irgendwo, ne? Habe ich die irgendwo mit abgelegt? Weil ich habe die extra mitgenommen. Das kann jetzt nicht sein, dass die jetzt weg sind. Nee. Irgendwo hier müssen die sein. Wo sind die denn? Ja gut, hole ich mal eben schnell welche. Hier werden ja irgendwo mal wieder welche gewachsen sein. Nach dem letzten Mal, wo ich die abgeerntet habe. Man kann ja, glaube ich, da nicht züchten, oder? Ach, guck mal hier. Guck mal, hier ist so viel. Ach, guck mal, ich lasse die natürlich da, die Pflanzen. Oder kann ich die auch anbauen? Aber ist egal, ey, schieß nicht auf mich. Scheiß Skelett, ey. So, Pineapple Cubes habe ich. Und dann brauche ich jetzt noch was? Nix. Eine Bambu-Mug. Die Bambu-Mug, die habe ich auch noch irgendwo hier unten. Ich meine, ich habe es ja schon gemacht. Ich habe das mal getrunken, weil ich natürlich rausfinden wollte, wie es ging. Und wisst ihr, woran es gescheitert ist? Man muss dazu ein Mensch sein. Ja? Geil, ne? So ein Mongo, ja. Habt ihr recht mit, ey. Wusste ich nicht. Kann ich nix für. Ach nee, daraus kann ich ja nur die Bambu-Slabs machen. Was brauche ich denn mal für die doofe Tasse hier? Die normalen Bambu-Dinger, die habe ich aber. Die habe ich da. What? Hier? What? Da auch nicht? Ich hab welche. Alter. Da, ich wollte es doch sagen. Ich hab welche. Ganz sicher, ich hab welche. So, dann schmeißen wir mal alles hier rein. Die kann man sich ja dann schön hier rausnehmen. Wo? Pineapple Cubes. Coconut Chunk? Ach ne, so untereinander, ne? Ne, so. So. Hä? Lol, ich brauche eine ganze Pineapple. Ich dämme mich ja voll Idiot. Ey. Jetzt muss ich nochmal darüber fliegen und mir noch eine holen. Oh. Weil ich hatte mir noch vorgenommen, hier den Weg zum Kapuzenwurm zu bauen, nachdem ich offscreen hier so die Wege gebaut hatte. Und wie ihr seht, hier einen zum Steve, der da hinten schon so angefangen hat, sein Haus zu errichten, ne? Aber das mache ich später. Ich gucke jetzt mal kurz in die Tropics rein. Boah, was ist denn hier los, Alter? Nee. Hier gehe ich jetzt nicht runter. Oder doch. Oh, habe ich direkt kaputt geschnitten. So, mit einer Möhre macht man die also nicht kaputt. Triss mich nicht. Oh, doch. Okay, zweimal. Ja, ich hab's. Hey, ich hab's doch verstanden. Aua. Weißt du, und du Penner, ne? Komm doch nicht von hinten angeschrubbt. Wenn ich hier ein ernsthaftes Battle mit deinem Kohl. Oha. War das mal gut, ob man hochfliegen kann hier. So, tale. Jetzt hauen wir wieder ab nach Hause. Und dann hauen wir uns schön hier den Pina Colada rein gleich. Und dafür brauche ich aber Sonnenuntergang. Und der ist, glaube ich, nicht mehr. Und das ist dann hier. Ich hatte ja diesen Stuhl schon platziert. Und als ich den dann da drin getrunken habe bei Sonnenaufgang, ist das hier aufgegangen. Ja, und dann zeige ich euch gleich, wo man dann wach wird. Vielleicht sollte ich aber, ich missbrauche eigentlich noch eine Kokosnuss, weil ich muss jetzt zurückkommen. Aber in den Tropics gibt es bestimmt jede Menge Ananasse und Kokosnüsse. Ananasse? Ananasse ist es? Ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. So, eine Pineapple, eine Mark und noch so ein Zahn dabei und schon habe ich den geilen Cocktail. So, und damit ich euch das jetzt mal zeigen kann, setze ich mal die Zeit auf Noon. Obwohl, kann ich das hier? Ah ja. So, da ist Sonnenuntergang. Jetzt verwandeln wir uns mal in Menschen. Ganz wichtig, ne? So, oh, hab ich jetzt den Stuhl geschoben? Nö. Ne, ich mach das lieber mit sowas. Okay.
Da, und dann lädt er direkt und erstellt auch dieses Portal. Aber da müsst ihr aufpassen, weil ringsherum ist Spawnschutz. Der Steve kann zum Beispiel nicht meine Sachen, meine Uhr, meine Büsche abernten da. Was willst du denn hier? Jetzt bin ich wieder hier? Piss dich, du kleiner Ficker, ey. So, ich hoffe, das war nicht schlimm, dass ich die jetzt kaputt gemacht habe hier. Tiki-Torch-Block. Oh, ey, jetzt brauche ich nicht im Ernst eine neue Kokosnuss, ne? Weil ich auf der anderen Seite nicht rausgegangen bin. Wie Panne ist das denn? Okay, fliegen wir mal los und holen noch Kokosnüsse. So, waren jetzt mal Kokosnüsse? Hier irgendwo. In dieser Richtung. In dieser Richtung mal Kokosnüsse. Waren auf jeden Fall Palmen. Ich habe da auch Palmen. Sind da vielleicht schon Kokosnüsse gewachsen? Ne, noch nicht so, ne? Ne. Okay, also muss ich mir wild lebende Kokosnüsse sammeln. Und natürlich auch noch Ananasse. Da ist das Wort wieder. Ananassen? Ananas? Ich weiß es nicht. Ist auch egal. Okay, ob ich die letztes Mal hergehabt? Hier, glaube ich, ne? Ja. Und da fliege ich jetzt nochmal hin. Ich fliege hier überall durch. Yay! Wenn man so schön ranzoomt und man die Öhrchen so schön nah sieht. Das ist toll. Das ist sehr schön. Da sind schon mal Ananasse. Oh, guck mal, da hat einer einen Hut. Ach komm, fick dich doch, ey. Wo ist er? Aua. Du fick dich auch, du scheiß Creeper. Jetzt kommt hier noch ein Skelett. Ein Zombie, meine ich. Noch ein Zombie. Hatte ich den noch nicht? Na gut, verwandeln wir uns mal zurück, wa? So, die pflücken wir. Die pflücken wir. Und da müssten eigentlich Kokosnüsse wachsen. Irgendwo hier so. Hoffentlich hat das Ding hier zumindest eine Kokosnuss für mich am Start, ey. Ja, zumindest eine. Oh oh. Ja, siehst mal, wo du hinkommst. Ja. Jetzt ist mal nicht mit mir angelegt, ne? So, machen wir erstmal weg hier. Hab ich noch irgendwas bei? Ja, hier ein bisschen Dreck. So. Okay, alles schon weg. Perfekt. Jetzt schlagen wir das kaputt. Oh, und da kam. Seht ihr, das wäre nämlich in die Lava gefallen. Und das wäre extrem scheiße gewesen, ne? Also da sind wir, glaube ich, einer Meinung. So, wie viel habe ich denn jetzt? 5 Stück und 4 Ananas. Oh. Gut, dann fliegen wir mal wieder nach Hause. Aber auch das ist ein Haus. Das plündere ich. Das plündere ich, das Haus. Lalala. Fledermaus kommt überall rein. Spruce Sapling. Ich nehme einen mit. Ich lasse dafür auch ein Stück Faden da. Ich meine, das ist ja ein guter Tausch. So ein kleiner Baum gegen einen Faden, ne? Geil. Ich hätte ja auch eine Ananas da lassen können. Oder mehrere. Diesmal umgehe ich das Wort. Ich bin jetzt gleich dann auch wieder zu Hause. Guck mal, ein Schaf hat. Oh, das ist aber ein Schaf, was gar nicht so weit von mir weg ist. Das ist ein besonders geilen Helm. Ja, es hat einen besonders geilen Helm. Jar of Brain. Ah, das ist so ein Hirn nochmal außen. Das ist ja geilo. Oh, guck mal hier. Kann das sein, dass wenn man die an den Bäumen kaputt schlägt, da viel mehr von dem Zeug rauskommt als sonst? Irgendwie wirkt das so. Okay. Oh, Alter, soeben noch geschafft. Wieso habe ich mich nicht auch direkt in die Lüfte erhoben? Also eine Fledermaus ist kein guter Bodenkämpfer. Auf gar keinen Fall. Aua. Ja, ich weiß. Magen. Ich sollte essen, ja. Auf dich selber zu verdauen. Dämliche Fledermaus, ey. Okay, so. Jetzt haben wir doch alles. Ich mache mir noch mal schnell noch eine Bambustasse und ich mache mal eben das mal alles hier. Die Stone Bricks, die packe ich direkt noch mal hier rein. So, dann sind die auch wegsortiert. Okay, ich wollte mir noch so ein Bambus-Scheißding machen, ne? So eine Bambustasse. Ah, guck mal her da. Zwei Tassen. Geil, ne? So, direkt mal 2 Stück. Das packen wir mal mit hier rein, nicht dass einer auf die Idee kommt, das zu essen. Das kann auch hier rüber.
Okay, den Rest schmeißen wir einfach mal hier so rein. Das soll irgendein anderer mal sortieren. Lava-Eimer brauche ich auch nicht. Den Staff lasse ich auch mal hier. Da so. Okay. Und jetzt gehe ich ins Tropic. Ich hoffe, es klappt diesmal. So. Day 12 Uhr, ist klar. Okay, zurückverwandeln. Ich vergesse das immer, weil das ist so komfortabel als Fledermaus einfach. Okay, ich sitze drin. So, muss ich jetzt direkt schwimmen? Ah, ich muss direkt schwimmen. Okay, jetzt bin ich im Tropic. Oh, und ich bin ziemlich betrunken, glaube ich. Wow. Was ist das denn da hinten für ein Riesending? Alter, guck mal, was hier alles für Viecher gibt. Lol, 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 lol. Okay, was haben wir denn hier drin? Nix, geil. Die nehme ich trotzdem mal mit. Ach, die kann ich nicht kaputt schlagen. Wir mal schauen, was die da können. Ob die stark sind. Oh, guck mal, hier ist ein anderer Fisch noch. Cenosso? Oh, guck mal, Korallen, Rochen. Ein Rochen ist das. Hallo, Herr Rochen. Werde ich jetzt auch ein Rochen? Ja, geil. Ist schnell unter Wasser? Der fällt die ganze Zeit. Ich will ein Triceratops sein, ne? Das ist auch cool. Das Riesenvieh so. Und ist voll lahm. Hat irgendwas Tolles? Nee, okay. Dann verwandle ich mich mal wieder in hier mein meistgeliebtes Tier. Wo ist sie denn? Da, die Fledermaus. Hoffentlich gibt es hier noch geile Vögel und so. Das wäre cool. Noch so andere, wo ich rumfliegen kann, weil das hat hier Grapefruit Leaves. Da sind Grapefruits drin. It's a monkey. Und der muss ich sein. Geil. Den habe ich schon mal. Oh, schnell runter. Boah, so weit oben, weißt du, so viele, dass man nicht so ein bisschen die Favoriten hat, ist irgendwie nervig. So. Mö, halt die Schnauze. Machen die auch Mu? Ja? Okay, was ist das hier? Geil, so ein Iguana. Hier kann ich richtig schön. Was ist das denn? Okay, eine Iguana-Scale. Eine Schuppe. Ah. Was ist das hier? Ein Beach Creeper dort? Ja. Ach, guck mal, der lässt ganz viele Blumen fallen, wenn er stirbt. Das ist ja süß. Ein Tropi-Skelly. Mein Gott. Gut, hat zwar die Rüssi an, aber steht dann da einfach wie so ein Vollidiot rum, ey. Ja, geil. Was gibt's denn hier noch alles in diesem Modpack? Das ist echt so extrem. So, fliegen wir doch mal irgendwo hier lang. Mal gucken. Hallo? Los, flieg. Was hier oben in so einem Vulkan drin ist. Was ist denn hier so drin? Oh, ganz viel Lava. Geil. Okay. Oh, ich sollte mir vielleicht einen Waypoint setzen, wo da Portal. So, jetzt kann ich auch gefahrlos weiterfliegen, ohne dass ich hier irgendwann sterben muss. Guck mal, da sind auch so Schwertfische. Lol, lol. Was ist denn hier los in der Welt, Alter? Erstmal hier so ein Mammut töten. Ja, da ist er ganz schön angepisst drüber, ne? Okay, jetzt bin ich ein Mammut. Ich weiß nicht, ob ich die tot kriege, aber ich werde es halt jetzt versuchen, aber ich sterbe wahrscheinlich wieder sowas von LOL. Ach, guck mal. Ich habe sogar noch hier so Coconut Grenades. Coconut Bomb Whitelist, aha. Kann ich die nochmal hauen hier? Die kann ich gar nicht töten. Das ist ja blöd. Keinen von denen? Oh, ich habe gedacht, da könnte ich mich rein verwandeln. Das wäre ja mal super awesome gewesen. Was ist das denn? Das sind so Vögel. Pterodactylus. Hallo? Dann sind die so schnell weg. Hallo? Was ist denn hier los? Die gehen ja mal voll ab.
Was ist das wieder gewesen? Was ich da noch aufgehoben habe? Haut er ab? Hä, können die nicht fliegen? Was denn für scheiß Pterodactylusse? Pterodakten? Was sind das für scheiß Dinger? Wenn die nicht mal fliegen können. Flugsaurier kann, der nicht fliegen kann. Was ist denn für eine Scheiße, ey? Okay. Dann mal ab in die Bett. So, komm. Flieg doch jetzt. Oh, und den brauche ich aber noch. Stegosaurus ist aber ziemlich klein, ne? Ach cool, in den konnte ich mich verwandeln. Geil. Oh, schnell runter. Da ist mit einem Mini-Stegosaurus. Voll geil. Voll geil. Ich hoffe, ihr fandet die Folge auch voll geil, denn sie ist jetzt zu Ende. Viel Spaß bei der Endcard. Tschüss. Bye.